W-Mats, was geht ab? Ey, er ist einfach auf dem Quad-Chat. Der ist einfach auf dem Quad. Was geht ab? YouTube heute eine Live-Verfolgungsjagd auf dem Quad. Das habe ich noch nie gesehen. Polizei ist direkt hinter ihm. Es ist gerade live geschaltet worden. Und er ist auf dem Quad. Oh, oh, die fahren aber dicht auf. Oh, warum fährt er so chillig? Oder kann er nicht schneller fahren? Oh, es kann gefährlich werden. Warum fährt er so langsam? Ah, jetzt. Wie schnell kann so ein Quad fahren? Schon 80 bis 120? Kann ein Quad fahren. Aber Polizei ist nicht mehr da. Ah, es ist Miami? Nein! Warte mal. Miami-Debüt oder was? Wir hatten noch nie Miami. Alter, guten Morgen. Guten Morgen, Bro. Das ist in Miami? Ja, das ist Miami. Opa locker, das ist Miami City, you know what I'm saying? Miami City, das ist Debüt Miami. Sonst hatten wir nur L.A. Oder wie schnell ist er? Was macht er? Er ist auf Quad unterwegs, hab ich noch nie gesehen. Er fährt in die Slums. Er ist so wendig. Tschüss. Ja, ja, ich sag auch, das ist OP. Er ist übertrieben wendig, er ist so richtig agil. Das Ding ist halt, die können ihn halt aus dem Auto, also tasern, ne, direkt. Er denkt bei Dings GTA. Nein. Ey! Bei dir auch? Ah, jetzt. Oh mein Gott. Warum passiert nie ein Unfall bei sowas? Also nicht, dass ich mir das wünsche. Doch, aber voll oft, Digga. Aber nie so wirklich. Bruder, die fahren immer über Kreuzungen mit 100 km/h. Nur nie gesehen, dass da richtig gekracht hat. Bro, er fährt auf Autobahn. Aber er kann dann. Bruder, wie schnell ist das Ding? Junge, er überholt jedes Auto. Ich sag, das Ding fährt schon 150. Alter. Bruder, wie schnell? Ja, ja. Ey, ist so ein Quad schwer zu fahren? Nee, ne? Können bis 170 fahren? Das ist crazy. Bruder, er kann ganz links fahren damit. Wie geht das? Oh, Bruder, guck mal, wie er zieht lang. Alter! Er hat linke Spur und er macht die mit Bravour. Er überholt die Autos. Ja, ja, ja. Hä? Aber, Digga, er ist doch Cops entkommen. Also direkt am Anfang hinter ihm waren zwei Polizeiautos. Dicht an seinem Arsch. Wirklich. Ein Meter an seinem Arsch. Und er ist jetzt weg. Guck mal, er ist auch nur in Pulli. Ihm muss doch todeskalt sein. Auf jeden Fall unangenehm, auch damit zu fahren. Mit dem Hoodie und so alles. Ist überkalt. Aber er hat fresh Jordans an. Wenn er wegkommt, ist crazy. Aber er muss halt in naher Zukunft wegkommen, weil er halt nicht so viel Tank hat. Was sind die Möglichkeiten, wie man wegkommt? Unter eine Brücke fahren, abhauen. Ja, das ist das Einzige. Was gibt's noch? So schnell weiterfahren oder lange weiterfahren, bis Heli tanken muss. Ja, das sind eigentlich die beiden Dinge. Man kann ja nicht in ein Haus reingehen oder so, sonst wird's umstellt. Wald? Übers Feld? Nein. Feld ist Quatsch. Die haben auch so Nachtsicht, so Wärme. Dings. Wärmelicht. Oder wie Parkhaus. Man das nennt. Was, wenn man so in einem Parkhaus parkt, von so einem Arkaden oder sowas, und fährt schnell rein, parkt und fährt mit dem Fahrstuhl in die Mall rein und ist dann so wie jeder andere. Läuft einfach so um. Oder dann wird alles umstellt halt, ne? Also, wenn du Glück hast, kommst du weg. Ist halt viel, so, ist halt Glückssache. Aber das ist doch voll blöd gerade, dass er auf Autobahn, also eigentlich müsste doch Polizei jetzt so easy keepen, abkeepen. Das Ding ist, das ist gerade wirklich dumm, dass er auf Autobahn ist, weil er braucht so viel Tank, guck mal. Ja, und die Polizeiautos können doch hier viel besser followen. Oder ich hätte gar keine Hoffnung, wenn ich das sehen würde. Ah, hinter ihm, direkt zwei Kopfwagen. 150 Kilometer, 120 Kilometer circa. Boah, Bruder, das ist echt nicht viel. Bruder, was muss dir so lange durch den Kopf gehen? Und was hast du gemacht, dass du abhaust? Meistens immer Sachen. Also das meiste, was es ist, ist immer Dings. Auto geklaut, Quad geklaut, sonstiges. Ja, er muss wieder in die City gehen. Das Ding ist, wer weiß, wie lange er schon unterwegs ist. Ich sag, er hat nicht mehr so viel Tank, ne? Bruder, wie schnell sein scheiß Quad ist, Alter. Der fährt locker 130 km/h so. Locker, sag ich. Vielleicht war Tank auch gar nicht voll. Ja, das kann auch sein. Stimmt. Aber wenigstens hat der Helm auf. Er ist wirklich auf 1 HP unterwegs, Chat. Er hat diesen Kettenhelm nur. Oder ne, er hat diesen Schildkrötenhelm. So, runterfahren. Das hat keine Zukunft. Ja, ja, er muss runterfahren, sowieso. Aber das Ding ist, in der City kommt er auch nicht weit. Also ich sehe seine Chancen ernst auf wirklich 5%. Kann er nicht durch so Hood-Strecken durchfahren? Und wo die Autos nicht langkommen? Unmöglich. Er muss seinen Quad usen. Er muss abusen. Sein Vorteil, dass er agil ist. Und auf der Autobahn bringt es ihm nichts. Wie wir immer für den Typen sind, ne? Ist eigentlich so respektlos. Was geht jetzt ab? Ich wurde gehackt. Das führt zu nichts, was der da macht. Seine Strat ist nicht gut, Chat. Ernst. Seine Strat ist wirklich nicht gut. Er denkt, er kann mit Quad vor Autos abhauen, hä? Da oben rechts sieht man, wie schnell der fährt. 60. 60 ist ungefähr so 100. Gelände, ja, er muss so ausnutzen, dass er einen Quad hat. Über so Sachen rüberfahren, wo kein Polizeiauto hinterherfahren kann. Hä, wo sind die Cops? Nee. Keine Ops hinter ihm. Die sind weg. Wo? Wie? Ja, ja. Was machen die? Er hält sich zurück, kappt die Sound an. Oh. Trotzdem, warum? Ist sogar gar nicht so dumm, sag ich dir ehrlich. Weil Heli carried eh. Was bringt das jetzt, wenn zwei Polizeiautos hinter ihm sind? 99 Northbound Street, between Hollywood. Bro, das ist... Digga, was ist denn seine Mission? Was glaubt ihr, geht denn sein
Kopf vor. Self überlegt, was er nachher isst. Der isst nachher Kantinenessen im Knast, Chat. Oha, er fährt raus. Endlich, Digga. Er fährt in die City. Now we have a game, Chat. Now we have a game. Ja, Miami ist auch so geil mit Palmen, ne? Da wachsen einfach Palmen. Oh, guck mal, wie er fährt, wie roofless einfach, ne? Was ist, wenn er jetzt auf diesen Schienen fährt? Er denkt, der GTA, wo man einfach so rüberfahren kann. Macht so ein bisschen rrrr, ne? Boah, jetzt so in and out oder so. Aber er muss pissen oder kacken. Guck mal, wie kann er da einfach so rüberfahren? Ohne Angst. Oh, er dreht. Warte mal, Kopf ist direkt hinter ihm, oder? Ja, sieht aus wie ein Auto von Cars. Oh, Bruder, wie er zieht, Lan! Guck mal, wie schnell er ist! Oh. Traffic? Von da kommt er. Oh mein Gott, smart! Das ist das, was er machen muss, der Vollidiot! Genau das! Auf Rasen fahren und sich verpissen! Bravo! Super! No, we have a game! Adlon! Wo ist er hin? Guck mal, ab! Schon sind die Autos weg. Wo ist er hin? Oh! Nee, er muss jetzt mitmachen. Guck mal, Digga, wie schnell er fährt! Er ist so flink! Er ist schon eine Stunde unterwegs, haben sie vorhin gesagt. Oh. Eine Stunde schon unterwegs? Ja, das war's bald. Digga, guck mal, was... Oh! Nicht Autobahn. Guck mal, wie er zieht. Der ist so flink. Aber warum fährt er auf die Autobahn, du Vollidiot, Mann? Ich hab grad Angst, dass er auf der falschen Seite fährt. Oha! Oh, das ist crazy! Oh mein Gott, der bleibt stehen halt, ne? Ja, normal. Ach du Scheiße. Smarter Schachzug eigentlich, aber sehr gefährlich. This is insane. Chat, Geisterfahrer. Geisterfahrer ist crazy. Aber sehr schlauer Schachzug. Ich schwöre, smart. Aber er kann sich sehr krass ficken auch. Was macht er? Er will drehen, glaube ich. Aber oh mein Gott. Er soll hochfahren. Was macht er? Alter. Tank leer? Nee. Nein, er weiß nicht, was er macht. Was? Was macht er? Er spektiert ein bisschen, wo die Leute sind. Oh. Er steigt aus. Nee, er steigt chillt er so. Junge, wie chillig. Ist er so chillig? Hä? Alles gut. Der hat ja... Bruder! Ey, Sidney, wenn wir das beide, wir hätten schon eine Panikattacke bekommen, wo wir losgefahren wären. Ich hätte gar keine Luft mehr bekommen. Bruder, er ist so gechillt. Ich bin gerade ausgerutscht. Ich stehe auf der Stelle, ich rutsche trotzdem aus. Der hat 0,0 Angst. Bruder, wie chillig war er? Ja. Bruder, der macht das nicht zum ersten Mal. Habt ihr gesehen, wie chillig er gerade aufgestanden ist und wieder Der ist locker high. Bruder, ich wäre zu doll aufgestiegen, wäre andere Seite wieder runtergefallen und so ein Scheiß, Digga. Kurz Knarre verloren, kann echt sein, ne? Irgendwas wird wirklich gejobbt und er hat es hinten reingetan. Er fährt einfach, Bruder, er fährt. Stell mal vor, er fährt unter eine Brücke, also steigt ab und hüpft auf so einen LKW oder Pickup hinten drauf und der fährt einfach. Einer hat Fast and Furious 9 gerade gesehen. Nein! Wenn da so Stau ist, so wie jetzt gerade, so, wo die nicht so schnell sind, er steigt ab. Fast and Furious 20 einfach. Nein, der Heli wartet auf der anderen Seite vor der Brücke, merkt, er kommt nicht mehr, aber er ist schon längst weg, indem er auf den Pickup raufgesprungen ist. Da kommt noch Tim Wiese, Bruder, mit Dings. Alte Fresse, Junge! Helikopter und hebt noch den LKW. Nee, kann ich da raufklettern, war Pickup, geht nicht. Fährt 100 km/h, ist ja dumm. Man muss so mit Haken darauf werfen und dann so anseilen. Hä? Nicht oben, Junge, auf so einen Träger drauf. Pickup ist so ein Auto, was hinten so eine Ladefläche hat. Ich check schon. Und jetzt? Er fährt in Stau. Guck, das Auto hinter ihm jetzt. Da so hinten drauf. Ja, Bruder, dann sieht man ihn trotzdem hinten drauf. Brücke. Unter einer Brücke. Die achten dann nicht auf jedes Auto, was da ist. Doch, die achten doch, der fährt doch dann weiter. Ja, aber die wissen es ja nicht, dass er auf der anderen Seite rauskommt oder so. Bruder, der hat echt zu viel Filme gesehen. Bro, du bist zu weiß. Natürlich bin ich zu weiß, Bruder. Rod denkt, er soll von Brücke springen oder so und auf Autos aufladen. Ich check, was du meinst, aber die Ladefläche oben ist doch nicht zu, du Idiot. Und wenn das Auto weiter fährt... Ja, aber die checkt doch nicht jedes Auto. Natürlich, jedes Auto, was durch die Brücke fährt. Man sieht das doch ganz klar, ob da oben drauf ist oder nicht. Dein weißer Arsch steckt das nicht. Nee, es gibt wenig Möglichkeiten. Nee, einfach wegfahren, es klappt. Nee, der fährt mit ihm mit, der gibt ihm noch 10 Meter. Ah, irgendwann Bullen sind weg. Der zeigt ihm noch im Achi so auf Lock. Wenn er 10 Meter weg ist, dann ist Kreis weg von Bullen und dann Polizei hat aufzusuchen. Abo, Polizeiauto. Oh, er fährt KFC. Er hat sich mit Backen. Er ist doch schwarz, ich hab nur gesagt. Ah, nee. Er ist schwarz, oder? Er ist Lightskin. Der hat jetzt ein Bucket gekauft, Digga, wie geil. Er wollte nur einmal diesen Geruch haben von diesem frittierten Zeug. Oh ja. Nochmal ein letztes Mal, bevor Knast geht. Bro, er fährt so chillig, ne? Er fährt mit einer Hand. Ein Arm, dreht sich um. Sein Bein sieht schwarz aus, finde ich. Er ist weiß? Deswegen hat er keine Leine.
keine Abs. Willst du sagen, Schwarze sind Profis in Verfolgungsjagd oder was? Ja, was sagst du da, WTF? Ja, das ist doch das, warum? Was du sagst. Weil wir immer kriminelle Sachen machen oder was? Bruder, das ist das, was du vorhin gesagt hast. Alter Schwede. Da habt ihr überhaupt gestern das Video gesehen? Sidney, komm zurück im Busch, komm zurück nach Uganda. Er hat mir das nochmal privat geschickt. Lüge. Hast du es mir nicht nochmal geschickt aufs Handy? Nee, ich hab's in die Gruppe geschickt. Ja, und da bin ich nicht drin? Ja, da warst du auch drin, aber... Du hast doch... Weil du es so lustig findest. Bruder, ich habe dieses Video noch gar nicht gemacht. Ich war nicht der Auslöser. Du hast es gemacht. Das war Kalle. Das war nicht Kalle. Allein, dass du sowas zeigst im Stream, weil man sowas nicht verbreitet. Aber dir ist sowas ja sowieso egal, wie es mir geht. Das ist crazy. Gestern... sind meine Verwandten, komm gestern zurück. Gestern chatte ich Radin, er versucht mich zu bannen einfach. Oha! Aha, oh, das war's. Abo. Oh mein Abo. Gott. Elements. Was? White Ass. Er ist wirklich weiß. Abo. Oha! Das Bier! Warum gibt er ihm noch einen Kick? Er hat ein Spear gegeben. Roman Reigns. Oha. Edge. Oha! Guck mal, was das für Wesh sind, Digga. Das sind weiße Wesh. Soldaten, Navy Seals Typen. Ist das für ein Move? Dein Arsch ist wirklich weiß, Bruder. Wäre niemals die Herangehensweise von mir gewesen. Ich sag auch Tank leer. Aber, ey, meine lieben Freunde da draußen, wir haben ein Debüt gehabt in Miami. Also bald gibt es doch Verfolgungsjagden aus Miami. Lasst ein Like auf das Video da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute diese Folge etwas anders gewesen auf dem Quad. Ciao und Like. Ciao.